Jawohl, liebe Leute, und damit grüße ich euch zu diesem Video. Ja, das ist ein Spiel, was ich vorhin aufgezeichnet hatte. Die Karte ist mega random. Ich habe auch zufällig gepickt gehabt und mir wurden die Birmannen zugewiesen. Also einmal Semperblender in Blau als Birmanne. Und mein Gegner hieß El Shulkin oder Chulkin. Wahrscheinlich zweiteres. Der ist in Rot und hat die Äthiopier gespielt. Ja, das Spiel war ziemlich interessant gewesen, aber das werdet ihr noch selber sehen. Ich wollte es euch bloß mal gezeigt haben. Ich habe erstmal als erstes den Loom. Wie ihr übrigens auch sehen könnt, ich nehme heute mal mit Capture Edge auf. Das habe ich sonst auch nicht gemacht, sonst habe ich mal direkt ein Spiel, das aufgezeichnet nochmal. Ja, und das erste, was man sieht, ist, wir haben zwei Scouts, jeder Spieler, was natürlich auch mal interessant ist. Genau, und gehen erstmal auf unsere Lamas los. Wie ihr auch sehen könnt, gibt es auf dieser Karte sehr, sehr viele Reliquien. Ich zähle 8, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This map is weird, schreibe ich. Die Karte finde ich merkwürdig. Ja, das ist auch ein bisschen merkwürdig, die Karte mit dem Wasser an den Seiten und dann den Woodlines so aufgesplittet und den ganzen Reliquien. Yes. Und zwar mal Bärensträucher und zwar Scouts. Die Karte ist schon ein bisschen speziell. Das ist wahrscheinlich schon etwas so. Der rote Spieler stimmt mir auch zu, indem er erst zurückschreibt. Ich war es ja bloß eine 1, die er reingetippt hat im Chat. So, das ist ja erstmal ein ganz normales, generisches Aufbauen, sage ich mal. Der eine Scout hier, der ruht hier einfach und guckt, was ich hier mache. Das ist natürlich auch interessant. Aber ich denke, ich kann mit ein bisschen durchspeeden. Hier passiert noch nicht so viel, was jetzt so von größtem Interesse wäre. Aber ich habe die Base entdeckt. Genau. Auch er hat noch nicht alle Türkis entdeckt. Ich habe hier drei Türkis nicht entdeckt. Er hat hier drei Türkis nicht entdeckt. Das ist schon mal interessant. Aber jetzt hat er sie gefunden. Jetzt hat er sie gefunden. Ja, das Schöne an Bemannen war gewesen, dass ich Reliquien alle sehen konnte auf der Karte. Das hat es dann für mich natürlich in der Ritterzeit sehr leicht gemacht, die alle für mich zu snacken. Wobei gut, bis zur Ritterzeit mit zwei Scouts möchte man die Karte schon, ich denke, zu 60, 70, 80% abgescoutet haben. Und dann ist es fraglich, ob dieser Bonus jetzt ausschlaggebend für das Spiel gewesen ist. Achso, ich muss mich mal zwischendurch muten, weil ich mich räuspern muss. Ich habe heute ein bisschen einen Frosch im Hals. Bei den Franzosen hieß es, glaube ich, en chat dans la gorge, eine Katze in der Kehle. So kannst du nicht auch sehen. Ganzen Tag lang kann ich sprechen, aber komm, ich habe was aufzeichnen. Ich werde hier angegriffen. Ne, Quatsch, ich greife an. Ich greife einen Villager an, hat einen Villager mir gesnackt, weil der noch keinen Webstuhl hatte. Hat er jetzt Webstuhl? Ne, immer noch keinen Webstuhl. Das ist natürlich schon sehr bestrafbar, gerade wenn man zwei Scouts hat. Denn wenn man damit zwei Scouts reinkommt, man kann auch durchaus, wenn die anderen Scouts nicht in der Nähe sind, in so einer Situation zwei oder drei Villager wegsnacken. Gerade wenn die Woodline ein bisschen weiter entfernt ist, also wenn zum Beispiel hier die nächste Woodline wäre, habe ich ja gute Chancen auf diesem Weg von hier bis hier zwei, drei Villager wegzusnacken. Da hatte er sowieso auch einen komischen Start, denn ich war direkt gepopcap, war dann entsprechend ja auch gewesen. Idle Leute, ihr müsst mal was machen. Okay, wir machen was. Weil wenn ich ja drei Villager habe und zwei Scouts, bin ich aber jetzt gepopcapped. Deswegen war für mich auch Webstuhl das erste, weil Webstuhl mache ich ja sowieso eigentlich in jedem Spiel. Also ich habe ich mal auf Arena gespielt gehabt, wo ich das ganze Spiel lang keinen Webstuhl gemacht hatte. Einfach, weil ich so viel Aggression nach vorne gepusht hatte. Aber es ist ganz selten, dass ich mir keinen Webstuhl genehmige. Also manchmal kaufe ich mir auch Webstuhl erst in der Feudalzeit, gerade auf Arena kommt auch in der Ritterzeit erst, dass ich einen Webstuhl gönnen. Obwohl das auch beim Schweine anlocken dann natürlich immer ein bisschen Risiko stellt. Gar keine Frage. Aber normalerweise mache ich ja eh mal einen Webstuhl und da habe ich mir gedacht, ja, der rote Spieler ist jetzt natürlich schon in der Feudalzeit. Das macht natürlich schon leicht nervös, auch wenn ich scoremäßig sehr weit vor ihm bin. Aber vieles davon ist halt auch Scouten, weil ich besser gescoutet habe als er. Dementsprechend habe ich das hier schon angenommen, bis er in der Feudalzeit ist. Genau, was war das, was ich gerade davor erklären wollte? Achso, genau, und da ich einen Webstuhl sowieso erforschen muss, oder fast immer erforsche, habe ich halt das als erstes Webstuhl gemacht. Wenn ich halt keine Idle-Zeit habe, auf dem TC, hat er anscheinend ja nicht gemacht, dann war er dementsprechend
die erste halbe Minute des Spieles, bis der Webschul erfunden ist. Oder ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, einen Villager zu erschaffen. Dauert 28 Sekunden, genau. Ich glaube, Webschul ist auch ungefähr eine halbe Minute. Ich weiß nicht die genaue Zeit, aber sehr ähnlich. Ich glaube, ein bisschen ganz marginal länger dauert das, als einen Villager auszubilden. Aber dann war er eine halbe Minute gepopcapped. Das ist natürlich auch kein toller Start ins Spiel, würde ich mal behaupten. So, jetzt bin auch ich hier in der Feudalzeit. Ich werde hier wieder ab und zu Scouts rausschicken, die einfach mal gucken, was hier abgeht. Weil ich natürlich weiß, okay, das ist ein Äthiopier. Und was macht man als Äthiopier natürlich? Entweder man boomt durch und macht halt dann im Late Game Siege, dass man richtig auf Nahrungswerkzeug setzt. Oder man setzt auf die gefährlichen äthiopischen Bogenschützen, die ich glaube 20% schon erschießen können. Oder 15. Ich glaube, Spirit of Allah hat mal einen Test gemacht und es waren irgendwie genau 18% oder sowas gewesen. Genau, also hab ich schon nicht erwartet, dass hier die Bogenschützen kommen. Allerdings hat er sie nicht hier lang geschickt, was ich erwartet hätte, sondern er hat sie hier durch das Tor lang geschickt. Deswegen habe ich gar nicht gemerkt, dass er hier schon viele stehen hatte. Aber ich hatte schon hier zur Verteidigung mir ein Türmchen hingebaut, weil ich ja auch schon dachte, ja, der wird hier mit Bogenschützen ankommen. Was machst du gegen Bogenschützen? Baut doch mal einen Turm hin, weil ich wollte auch bloß boomen. Ich wollte boomen, um dann später Husan zu machen und andere Fechteinheiten und mir vor allem auch die Reliquien zu schnappen, relativ frühzeitig. Ja, er greift jetzt diesen Palisadenwall an. Er hat jetzt auch schon relativ viele Bogenschützen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Aber es sind schon nicht weniger auf jeden Fall. Also er hat jetzt gerade 13 Militär davon. Ein Scout habe ich gekillt, ist noch eins ein Scout. Also er hat hier schon 14 Bogenschützen. Das sind natürlich schon einige. Bin zwar noch punktemäßig vorne, aber jetzt ist natürlich schon blöde für mich, weil ich wieder sehr viel Idle-Wirtschaft hier habe. Das ist nicht so toll, aber ich habe es extra auch schon so gebaut gehabt, dass er hier nicht durchlaufen kann. Das hatte ich schon in Vorgedanken mit diesem Häuserwall hier gemacht. Da hatte ich ein bisschen mitgedacht gehabt. Ja, mein Plan war jetzt gewesen, zur Ritterzeit schnellstmöglich hochzugehen, um dann Mangen zu machen. Denn Mangen ist natürlich der beste Counter oder später Onaga, um gegen Bogenschützen vorzurücken. Ja, soweit erstmal so gut, der Plan. Aber ob das dann so aufgehen wird, das wird sich zeigen. So, hier stehen sie rum, die warten schon auf ihr TC, was sie bauen wollen jetzt. Hier drüben wird auch noch ein TC gebaut. Wir gucken mal ganz kurz, ups, falsche Richtung. Wir gucken mal ganz kurz, was der Gegner hier macht. Ja, Gegner ist noch feudal, hat zwar schon auf dem Militär raus, kann jetzt aber auch nicht so viel machen, weil er mit dem Bogenschützen natürlich das TC nicht oder die TCs nicht angreifen kann. Was halt typisch ist, ist, dass er halt hier überall sich zugewollt hat. Also ich kann ihn jetzt auch nicht so einfach raiden, einfach mal. Aber ich habe halt, anstatt Welle zu machen, habe ich halt meine Ressourcen dafür aufwenden wollen, um halt schnell die Zeit voranrücken zu können. Ich hätte im Nachhinein vielleicht lieber Melle machen sollen gegen diese ganzen Bogenschützen. Das war vielleicht doch ein bisschen gierig für mir, so auf dieses Fast Castle zu spielen. Aber ich muss auch sagen, wer jetzt angekommen mit Bogenschützen, ich meine, hier hat er ja auch noch reingeschossen. Ob jetzt ein einzelner Palisadenwall dort ihn groß aufgehalten hätte, ist halt auch die Frage. Und es ist ja nicht nur Ressourcenmeister an Hammond kommt im Sinne von Holz, sondern es ist ja auch noch dann. Es ist ja auch Arbeitszeit, die abhanden geht, wo der Villager auch Holz oder was hacken kann oder auf dem Feld arbeiten kann. Und es ist jetzt nicht so ankommen, dass man keine Welle macht. Ich meine, Viper macht das auch gerne. Ich bin zwar natürlich kein Viper, aber ja. Gut, ich habe jetzt hier schon meine Waffenschmiede gemacht. Die hatte ich hier nochmal hingesetzt, um diesen Wald zu verstärken. Jetzt ist auch die erste Mangel draußen. Jetzt hatte ich erstmal so gedacht, oh, er hat bloß Bogenschützen auf dem Feld. Da kann doch eigentlich nicht mal so viel passieren. Aber die Bogenschützen sind mittlerweile schon Armbrustschützen. Und er hat 31 Militär gegen 6 Militär von mir. Das ist natürlich schon eine Menge. Allerdings greift jetzt den Bogenschützen die Gebäude an. Das ist jetzt natürlich auch nicht so der Bringer. Der müsste jetzt eigentlich versuchen, irgendwie einen Weg in die Wirtschaft reinzufinden, dass er meine Villager wegsnacken kann. So, aber ich komme jetzt mit meiner Mangel mit rein und hoffe, dass ich hier einen guten Schuss landen kann. So, zack, ein Villager ist schon mal weg, immerhin. Aber er hat mir, glaube ich, auch 2 oder 3 Villager gekillt, also das ist jetzt immer noch nicht even. Hab auch immer, achso, nee, doch, ich habe schon 7 Villager im Vorsprung. Also wirtschaftlich stehe ich ein bisschen besser da als er. Ist nicht super gut, aber ein bisschen besser zumindest. Aber die Score ist auch noch relativ nah. Ich meine, ich muss ja wirtschaftlich besser dran sein, wenn er schon 32 Militär hat und die Wirtschaft trotzdem für mich, die Zahl trotzdem für mich ein bisschen besser ist, muss das ja irgendwie kommen. So, er ist jetzt natürlich auf dem Hügel drauf. Das ist nicht so cool für mich, auf jeden Fall. Ja. So, hab jetzt hier Mangel gegen Mangel getauscht und habe jetzt hier so die Hoffnung gehabt, dass ich endlich diese Ambuschützen loswerden kann, weil die doch schon sehr angefangen haben, mich sehr zu nerven, aber zack, der splittet wie ein Großmeister hier und ich habe hier beide Mangen verloren, ohne einen Bogenschützen wegzuhauen oder einen Armbrustschützen in diesem Fall. Das ist natürlich schon sehr schmerzhaft. Bin jetzt auch wieder punktemäßig hinten. Der rote Spieler hat wieder sich nach vorne gesetzt. Will jetzt hier eine Brocken bauen.
Aber auch das geht nicht so einfach. Ich schicke die wieder ins TC mit rein, die Leute. Und auch dieser Plan wurde wieder vereitelt. Und auch diese einfachen Plänkler hier, die natürlich keine Upgrades haben, die bringen erstmal nicht sehr viel gegen diese Bogenschützen. Deswegen kann ich auch damit nichts machen. So, aber das war jetzt nochmal ein schöner Treffer gewesen. Das war jetzt der erste hübsche Treffer gewesen. So, ich kann man hier eigentlich so zurückgehen? Pro Feature. Achso, Rewinding Runs Time Backwards, Pro Feature. Subscribe. Ich muss hier, um rückwärts spulen zu können, brauche ich hier das Pro-Abonnement. Ja, okay, gut. Dann nehme ich das auf. So, er kommt hier an, will mein Tromm weghacken, damit er hier auch durchlaufen kann mit den Ambusschützen. So, den Tromm verliere ich auch. Ich suche jetzt wieder die Burg aufzubauen. Ah, ihr merkt schon, das ist sehr Stress für mich gerade. So, er splittet hier wieder und hat mir schon wieder meine Mangel weggesnackt. Kommt jetzt mit dem Rambock an und haut mir die weg. Und auch weiterhin kriege ich diese Burg einfach nicht fertiggestellt, was sehr, sehr ärgerlich war. Ja, ich habe jetzt hier schon meine zweite Waffenschmiede machen müssen, weil die erste weggeschossen ist natürlich. Also, er splittet wieder und läuft durch die Kante und was nicht alles. Und die nächste Mangel ist weg. Es ist unglaublich hier. Ich spamme hier schon 24 in den Chat mit rein, weil ich langsam echt frustriert war von diesem Micro-Management, was er hier macht. So, aber das war der erste gute Treffer. Zack. Und direkt noch mehr mit weg. Und jetzt habe ich jetzt eine Burg im Hinterland aufgebaut. Aber jetzt baut auch eine Burg mit auf. Die sehe ich natürlich. So, und relativ bald sehe ich natürlich, was ich hier machen kann. Also erstmal die Burgen machen natürlich... die Burgen helfen schon mal, dass die Bogenschützen nicht einfach durchlaufen. Wobei, er könnte auch hier drüben einfach mit hinlaufen und mal gucken, was hier ist, weil hier ist auch alles ungeschützt. Also wäre hier mit den Armbusschützen reingelaufen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich geworden. Aber ich repariere jetzt erstmal diese Burg. Stelle Mangel dahinter, falls er wieder mit Ramböcken ankommt. Und ich habe jetzt gemerkt, oh, ich muss mal langsam hier hochgehen. In die Ritterzeit, sonst wird es schwierig. Also, ich habe übrigens auch schon hier einige Reliquien eingesammelt. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier sind zwei Reliquien mit drin. Hier drüben ist, glaube ich, auch eine mit drin. Ne, hier sind auch schon zwei sogar. Haben also schon vier Reliquien gesnackt. Na, und ich habe jetzt meine schönen Goldeinkünfte dadurch. Und was mache ich also? Ich realisiere ja an einem gewissen Punkt, oh, ich muss mal ins nächste Zeitalter hoch, weil die Burg doch sehr nervig ist. Denn wenn er vor mir in der Imperialzeit landet, dann kann er mich ja alles wegschießen. Die Burg kann er mir das TC, die Burg und auch die nächste Burg wegschießen. Und das habe ich natürlich nicht gewollt gehabt. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zur Imperialzeit. Ich habe mir mit, ihr seht es ja an der Seite links, ich habe mir einiges gekauft. Also ich habe mir einiges an Nahrung gekauft gehabt, damit ich schneller hochkomme ins nächste Zeitalter. Und fange jetzt auch an, weil ich ja auch relativ viel Gold jetzt reinbekomme, eine Arambai-Armee aufzumachen. Die wurden aber anscheinend ein bisschen genervt, weil die normalen Arambai haben jetzt einen Angriff von 12. Ich glaube, das war mal 15. Und die Elite haben einen Angriff von 15. Ich glaube, das war mal 17 oder 19 gewesen, irgendwie eins von beiden. Also die hatten, glaube ich, mal mehr Angriff gehabt. Ich weiß bloß sicher, dass die Konquistadoren genervt wurden. Aber ich glaube, die Arambai wurden auch genervt ein bisschen. Gut, aber ihr seht, der Gegner ist auch jetzt auf dem Weg zur Imperialzeit. Der hat den gleichen Plan wie ich, dass er mir meine Burgen rausnimmt. Und ja, ich werde jetzt erst ankommen in der Imperialzeit. Das ist, glaube ich, auch einer der spielentscheidenden Momente in diesem Spiel. Also ich würde auch sagen, dass diese Ressourcen einkaufen das Beste eigentlich gewesen war. Natürlich war das teuer gewesen. Und wer gibt schon gern 130 Gold aus für 100 Nahrung, was man eigentlich ja sehr günstig einnehmen kann, wenn man geduldig genug ist. Aber in diesem Moment war es halt wirklich wichtiger, einfach diesen zeitlichen Bonus zu haben, auch wenn es natürlich ein bisschen schmerzwirtschaftlich, dass man für so viel Gold Nahrung einkauft. Also ich habe bestimmt keine Ahnung, 700 Gold für die Nahrung auszugeben, die ich noch brauchte. Aber es kommt diese Burg halt weg. Das ist schon mal sehr gut, weil die schon sehr nervig war und hier auch in die Wirtschaft mit reingeschossen hatte. Beziehungsweise reinschießen konnte. Ich meine, die Felder konnte ich jetzt auch nicht verwirtschaften. Das ist erstmal ein Moment des Durchatmens gewesen für mich. So, mein Mönch, der geht jetzt hier unten hin. Genau, der snackt sich nämlich gleich die Reliefe noch. So, und er macht wieder Haufen Torstbruchs weiterhin. Die natürlich bald Aberlästen sein werden. Oder so ein Schotelkrieger. Zack, weg mit ihm. Leider habe ich das hier nicht gesehen. Das hätte ich sehr, sehr gut raiden können und auch sollen. Ja, und mein Hauptplan war jetzt gewesen, man hat ja dieses Upgrade verändert. Und vorher war es ja so gewesen, man die Pro-Kavallerie hat der Kavallerie plus Arambai plus 5 Angriff gegen Gebäude gegeben. Das fand ich eigentlich auch besser als jetzt ist, aber jetzt ist der Bonus halt, dass man plus 5 Angriff hat gegen Bogenschützen. Und da der Gegner so auf Aberlästen gegangen ist, beziehungsweise jetzt sind es noch Crossbows, jetzt sind es Aberlästen.
Ja, dadurch, dass der halt so draufgegangen ist, war das, glaube ich, für mich sogar günstiger gewesen. Und ich habe jetzt hier angefangen, langsam leichte Kavallerie auszubilden. Genau, leichte Kavallerie, Bloodlines mache ich. Bloodlines ist sowieso eine gute Idee, auch für die Armen bei, dass sie ein paar mehr Lebenspunkte bekommen. Genau, jetzt sind die ja bei 80, das ist natürlich schon mal eine andere Hausnummer, als wenn man mit 60 unterwegs ist. Also, und hier von dem Score-Unterschied, hier täuscht ein bisschen. Dass es hier für mich easy sein sollte, gucke ich jetzt nach vorne. Die Onaga sind natürlich wieder unprotected. Das ist natürlich nicht so cool. Aber ich kann mir wenigstens mit dem Mönchstock hier in der Reliquie snacken. Das ist auch schon mal gut. Aber jetzt hier mit dieser Armee wollte ich eigentlich die Gebäude abreißen. Und ja, jetzt kommt der Villager nach vorne. Das ist auch exotisch, was er jetzt hier macht. Aber ich meine, gut, solange es funktioniert. Die Villager kosten ja nicht viel. 50 Nahrung kosten die. So, und ich gehe zurück, denn Arambay werden ziemlich schnell platt gemacht von Bogenschützen. Ich habe leider bisher immer noch keinen wirklich guten Onaga-Schuss landen können. Ich hatte die Hoffnung, dass ich hier richtig loslegen kann. Aber gut. Ja, ich glaube, es ist noch langsam die Upgrades. Ein Angriff haben die noch gar kein Upgrade, aber die haben... Achso, in der Verteidigung haben sie auch noch kein Upgrade. Das ist natürlich nicht so cool, aber wenigstens die Arambay haben schon ihr plus 1, was sie maximal bekommen können. Ja, das ist. Ich glaube, die Romanen sind das einzige Volk, wo die beiden letzten Bogenschützenrüstungen fehlen. Es gibt ja viele Völker, auch die auf Bogenschützen viel gehen, Bogenschützen zum Beispiel wie die Hunnen, denen auch das letzte Upgrade fehlt dort für die Panzerung. Das ist bei den Bulgaren genauso. Aber ich glaube, dass das zwei wichtige Upgrades fehlen. Das ist, glaube ich, bloß bei den Romanen so. Oh, jetzt hat er auch noch Kamele gemacht, weil ich dachte, da bin ich gegen die Kavallerie gut dran. Ja, und ich habe auch noch meine Walk-In gemacht, damit habe ich erstmal dieses Gold hier unter Kontrolle. Was er sich nicht stoppen kann, der Gegner. Die Typen mache ich auch Raids, wie ihr sehen könnt. Ich zoome mich mal ein bisschen raus, mal gucken, was hier sonst noch so alles abgeht. Genau, hier drüben habe ich alles schon soweit abgewirtschaftet mit meinem Schifferbötchen. Der ist komischerweise gar nicht aufs Wasser gegangen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht gar nicht gemerkt hätte, dass es Wasser gibt oder einfach keine Lust hatte. Oder nicht versteht oder weiß, dass ein Fischboom sehr effizient ist für die Wirtschaft. Kann ich nicht beurteilen. Aus seiner Perspektive. So, aber jetzt geht's hier auf diese Burg los mit drei Triebböcken. Und ich merke auch langsam, dass ich die zweite Burg nicht halten kann, deswegen mache ich die ein bisschen weiter nach hinten. Ja, nee, dort mache ich sie mit hin. Ich habe auch noch genügend Stein. Ich habe jetzt noch 1500 Stein. Oh, und jetzt mache ich jetzt ganz schön Verluste gegen diese Arbalesten. So. Aber jetzt kommt der Onaga mit rein. Ah, das war ein guter Schuss, aber ich glaube, ich hätte lieber die Böcke kaputt machen sollen. Ja, wobei, gut, jetzt ist die Burg auch schon weg. Kann man diskutieren, was jetzt besser gewesen wäre. So, aber jetzt kommen auch die Husaren. Jetzt haben sie uns schon das erste Panzerungs-Upgrade, das ist doch schon mal was. Und ich mache irgendwann noch mal eine zweite Schmiede, glaube ich. Doch, jetzt kommt auch schon ein zweiter Panzerungs-Upgrade mit rein. Die Husaren. Und meine Burg-Kavallerie habe ich auch bald gekauft, glaube ich, zum Zeitpunkt. Hab hier nochmal einen Markt gebaut. Ich hatte vergessen, dass ich hier noch einen zweiten Markt hatte, beziehungsweise meinen ersten Markt hatte. Ja, das kann vorkommen, sowas. So, er snackt sich hier eine Reliquie. Ich habe hier oben jetzt mittlerweile, wie viel habe ich denn jetzt gesammelt? 4 habe ich hier oben. Und hier habe ich auch nochmal 3. Ich habe jetzt also 7 Reliquien von den 8. Ja, und gerade bei doppelter Geschwindigkeit sieht man auch, was es hier für ein Trickle erzeugt, wie viel Gold hier reingetrickelt kommt, nur durch die Reliquien. Also das ist wirklich schon sehr spielentscheidend, definitiv. So, verleihe mir jetzt hier den Stein mit ein, was auch nochmal wichtig ist. Zack, er schickt Ritter wieder rein. Okay. Gar nicht, wie viele das sind. 46 sind das. Oh, das sind Scheinige. 46. Achso, ich kann nicht die Zahl sehen, wie viele wir gekillt haben, weil das wahrscheinlich auch ein Pro-Feature ist. Ja, gut. Ja, gut. Dann eben so. So. Jetzt kommt ja auch langsam bald auch der letzte Angriff. Beziehungsweise der müsste eigentlich jetzt schon reinkommen. Oh, hier oben kommt er mit rein. Genau. Oh, ich werde angegriffen auf dem Wasserwege. Aber da ich ja schon alle Fische rausgesammelt habe, war mir das eigentlich auch relativ egal gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin.
So. Die Husaren haben jetzt theoretisch einen Angriff von 7 plus 9 gegen Bogenschützen. Das ist schon ziemlich krass. Also 18 Angriff haben die gegen Bogenschützen, wovon man halt dann nochmal 3 abziehen muss, beziehungsweise in diesem Fall sogar bloß 1, weil 2 Panzerungsupgrades noch fehlen. Heißt also, die machen Schaden von 17 mit jedem Schlag und da die Abelisten 40 Lebenspunkte haben, braucht das also 3 Schläge bloß, bis die tot sind. Ja, ich bezeichne ihn als Micro-Nerd. Ich glaube, das werde ich auch so nennen. Der Micro-Nerd. Also irgendwas in die Richtung. Ich muss mir nochmal einen Titel überlegen. Aber irgendwas mit Micro-Nerd werde ich, glaube ich, einen Titel schreiben, wenn ich dieses Video dann hochladen werde auf YouTube. Wobei ich jetzt auch schon so viele Abalesten hier... Also ich meine, die brauchen ja 3 Schläge, um die zu killen. Die machen hier einen Schaden von nicht mal 6 plus 4, sondern 6 plus 3. Die haben anscheinend keine Chemie. Heißt also, sie würden Schaden machen von 3. Heißt also, man bräuchte bei 95 Lebenspunkten 32 Schüsse. Also ich glaube, bei dem Verhältnis könnte ich wahrscheinlich jetzt schon mit den Husaren, die ich hier habe, reinlaufen und diese ganzen Abelisten platt machen. Aber ich habe noch mehr Leute gemacht. Ich bin auch gleich an der Popcap. Ich bin bei 194. Er ist bei 177. Also er nutzt die Popcap nicht ganz so effizient aus wie ich. Ich glaube, dass er mir hier diese Fischerboote gekillt hat. Das war eigentlich sogar gut gewesen für mich, weil ich sehr, sehr viel Nahrung habe. Mit über 3000. Und dadurch, dass er mir die Fischerboote platt gemacht hatte, ich glaube, das waren 10 oder 12 gewesen, konnte ich halt nochmal 12 weitere Husaren machen. Ist also fraglich, ob das überhaupt gut für ihn gewesen ist. Denn die Nahrung, wie gesagt, brauchte ich hier gar nicht, aber den Popspace konnte ich eigentlich gut gebrauchen. Das ist also wieder ein bisschen zweischneidiges Schwert gewesen, aber er macht jetzt Kamele gegen die leichte Kavallerie, was gar nicht so dumm ist. Aber da die einen schwachen Durchschlagspanzer haben, sind die vielleicht gegen die Armbeine dann nicht mehr ganz so toll und gegen Plänkler eigentlich auch nicht. Auch wenn auch hier die Chemie fehlt, die habe ich einfach vergessen zu entwickeln. Ich wollte ja an einem gewissen Punkt im Spiel entwickeln. Ich habe mich nämlich nach dem Spiel auch gefragt, hey, wieso habe ich denn die Chemie nicht entwickelt? Ja? Normalerweise entwickle ich doch immer die Chemie. Das war, glaube ich, so gewesen. So, ich muss gerade kurz aufstoßen. So, einen Moment. Halten wir noch mal kurz an. Das war, glaube ich, so gewesen. Ich wollte die Chemie entwickeln. Hatte aber nicht genügend Gold für Ballistik und Chemie, hatte dann Ballistik reingedrückt gehabt und hatte einfach später dann vergessen, die Chemie noch nachzufügen, weil ich wollte eigentlich Chemie direkt hinter Ballistik einordnen in die Warteschleife und das ist mir irgendwie durch die Lappen dann gegangen. Ich habe dann nicht mehr dran gedacht, nochmal auf die Universität zu klicken. Genau so war das. Ich mache zwar normale Geschwindigkeit, denn jetzt kommt hier eine spannende Szene. Ich räume die Burg weg. Das ist natürlich sehr gut für mich, weil ich damit hier die ganze Wirtschaft auch raiden kann. Also das, was ich hier an der Seite mehrfach gemacht hatte, ich habe da, glaube ich, 3 Raid-Quellen reingeschickt. Kann ich jetzt halt auch in der Mitte machen. Und jetzt seht ihr halt auch, wie die Husaren hier losschlagen werden mit Manipur-Kavallerie. Also die räumen auf jeden Fall sehr, sehr gut auf. Und der hat auch immer noch bloß Mangen und auch nicht mit Belangsingenieuren. Das heißt, ich habe tatsächlich mit den Unagahirn mit den Unagarn dort habe ich die besten Belohnungsmöglichkeiten. Ja, und die schredden sich jetzt vollkommen durch, auch wenn es äthiopische Abelisten sind, die besser sind. Und hier kommt das GG mit rein. Und ich gebe ein großes GG mit zurück. Und das war das Spiel gewesen. Und der hat am meisten Abelisten hergestellt, 109. Ich habe am meisten Plänkler hergestellt. Okay, das ist interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, ich habe mehr Husaren hergestellt, weil ich habe jetzt, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auf dem Feld ungefähr um die 40 Husaren, würde ich mal schätzen. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das jetzt? 18. Hier sind noch mal einige. Ups. Hallo? So geht das nicht. 23. 34. Ich glaube, hier drüben waren auch noch welche gewesen. Na gut, 40 war vielleicht ein bisschen sehr optimistisch geschätzt gewesen. Wobei, ne Quatsch, hier sind auch noch welche. 36, finde ich noch welche? Vielleicht finde ich noch hier 4 Stück. Moment. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. 40, finde ich noch mehr. Vielleicht sind hier drüben noch welche. 40, das letzte Angebot. 40, bietet jemand mehr? 41. Neues Gebot für den Herrn. 41, bietet jemand mehr? Sehe ich hier genau 40? Ja, okay. Also auf jeden Fall aber hatte ich sehr, sehr viele Husaren hier auch auf dem Feld gehabt. Moment, das kann ich heiden, okay.
Ja, und zum Ende des Spiels war es jetzt auch die, ist gar nicht so close gewesen. Was ich halt was interessant fand, ist halt, wie er mich hier sehr nerven konnte. Er hat zwar auch sehr, sehr vieles gemacht, was einfach nicht schlau war. Also wir haben diesen Bogenschützen, die Gebäude anzugreifen, anstatt in die Wirtschaft zu gehen, das war natürlich nicht so clever gewesen. Aber was er halt sehr stark gemacht hatte, weil ich hatte die ersten beiden Mann draußen und dachte mir dann so, ha, jetzt ist das Spiel erstmal für mich geregelt. Ich habe mehr Wills, ich habe die bessere Wirtschaft, ich habe meine Mann draußen, er kann mir nichts mehr antun. Jetzt muss ich bloß noch boomen und kann loslegen. Achso, wenn ich gerade auch boomen sage, ich hätte eigentlich auch mal ein paar Elefanten machen können. Ich habe jetzt so viel Nahrung Ich hätte es eigentlich auch Elefanten machen können, weil die natürlich auch sehr Pop-Plays effizient sind. Und die profitieren ja auch noch zusätzlich von Manipur-Kavallerie, also das ist ja auch noch nicht schlecht. Plus, die haben auch noch plus 1 Panzerung und plus 1 Durchschlagspanzer, also plus 1 Rüstung und plus 1 Durchschlagspanzer als Ziff-Bonus. Und wenn ich hau da noch ein Bickel, hätten sie nochmal jeweils 1 mehr. Würde also heißen, die hätten dann selbst bei normalen Elefanten, ich glaube, die hätten ein Set dann von, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, 2 plus 5 Rüstung, also 7 Nahkampfrüstung und als normale Elefanten hätten sie 1 plus 5 Rüstung und 2 plus 6 Durchschlagspanzer, was auch schon ziemlich krass ist. Denn da hätten die aber letzten Jahr so gut wie gar nichts gegen machen können, gefühlt. Die hätte ich wenigstens als Puffer auch nutzen können, ich die einfach Arambei mal einsetzen kann. Das hätte ich machen können und als Seht Elefanten haben sie dann sowieso 3 plus 6 Durchschlagspanzer. Da hat man als Bogenschützen-Situation immer ein Problem mit, wenn dann solche Viecher reingespammt kommen. Hier ist auch noch sehr viel Gold, das habe ich ja auch alles nicht gebraucht. Ich habe insgesamt, ich weiß gar nicht, ob man die Statistik eigentlich einsehen kann. Kann ich hier die Statistik irgendwie einsehen? Ich glaube, ich habe um die 7000 Reliquien Gold gehabt, also es war schon eine Menge gewesen. Oh, doch deutlich besser hier. 1,61 zu 0,62. Economy. Ist ziemlich nah auch dran gewesen, finde ich, die Wirtschaft. Er hat auch tatsächlich mehr Gold gesammelt als ich, weil er auch mehr gemeint hat natürlich, aber ich hatte halt hier, Moment, wo steht's denn? Hallo, Society? Steht hier nicht das Reliquiengold? Oder sehe ich gerade bloß nicht richtig? Castles, Wonders. Moment, ist bei Economy jetzt? Tribute. Achso, jetzt ist hier drüben bei Economy mit drin. Okay, macht auch Sinn natürlich. Ich meine, was man an Gold hält, ist auch ein Wirtschaftsteil, nicht Gesellschaft. Das fand ich sowieso mal sehr komisch, dass das Reliquiengold unter Gesellschaft drin war und nicht unter Wirtschaft. Wir haben jetzt halt 7000 Gold schon bekommen gehabt durch die Reliquien. Und da wir uns jetzt in Teil des Spiels befinden, wo halt auch schon der Großteil des Goldes aufgebraucht ist, den man noch abmeinen konnte. Also selbst wenn ich jetzt nicht reingegangen wäre und keine Aggression gemacht hätte, hätte ich einfach bloß gewartet. Die Zeit hätte für mich auf jeden Fall gut geschlagen, denn ich hätte jetzt, wie gesagt, auch die Ressourcen gehabt. Ich hätte auch Elite-Kampfelefanten machen können, plus mit von Upgrades auch noch dazu. Und ja, er hätte das halt nicht wirklich countern können, weil Äthiopien haben zwar sehr gute Hellebardiere mit von Upgrades, die generisch sind, aber mit von Upgrades halt. Wobei noch mit einem kleinen Bonus, weil das Pekinier-Upgrade dabei kostenlos ist. Aber da mache ich halt ein paar Skirmisher oder ein paar Arambei mit rein und dann wird auch das wieder nichts. Und ich glaube, wenn ich da jetzt riesen Massen von Elefanten reingeschickt hätte, wäre auch das nichts geworden. Aber halt, wie gesagt, das Spiel war jetzt nicht super close gewesen, wobei doch zwischenzeitlich war der Rote auch schon ganz schön am Führen gewesen. Achso, ja gut, weil er halt so viel Militär hatte, ne, das ist klar. Ich glaube, ich hatte die ganze Zeit, ich hatte tatsächlich Economy ein bisschen weniger gehabt. Er hat auch dreimal Economy gehabt und halt viel, viel mehr Militär gehabt. Aber jetzt müsste ich bei, ja genau, jetzt habe ich hier 49. Das war jetzt der Zeitpunkt, wo ich halt dann die TCs gebaut hatte. Er hat halt noch durchproduziert gehabt. Aber ich meine, es ist auch nicht ganz verkehrt, dass man mit einem TC halt vereingeht und dann halt Bogenschützen produziert die ganze Zeit. Ich meine, es ist auch eine legitime Strategie. Machen auch viele Pros öfter. Aber es ist schon lustig, ne, wie ich hier mit so wenig Militär hier quasi so viel Militär abwehren konnte. Ich musste eigentlich nur Zeit kaufen und dann konnte ich halt zum Ende auch rüsten. Aber funktioniert halt normalerweise nicht, wenn man jetzt gegen Leute spielt, die halt 1100, 1150 oder mehr Elo haben. Da kann man nicht so gierig sein, da kann man nicht so lange boomen.
Da muss man doch schon ein bisschen mehr Welle bauen oder ich hätte jetzt Gümmischer oder so machen können oder mit Scouts reinreiten können. Das wäre auch nicht ganz verkehrt gewesen. Technology Exploration. Okay, ich habe deutlich mehr von der Karte erkundet. Das ist interessant natürlich. Aber gut, macht halt auch Sinn. Ich habe halt auch bei ihm teilweise in der Basis rumgescoutet und der hat bei mir teilweise gar nicht gewusst, wo ich was habe, glaube ich. Denn, also wenn ich jetzt oben hinschaue, habe ich Zweifel, ob er wirklich gecheckt hatte, dass hier noch was ist von mir. Also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo er mit den Ambusschützen nicht reinlaufen können. Hätte er noch einen Scout gemacht und einfach nochmal geschaut, okay, wo kann ich denn mit meinen Ambusschützen hin, anstatt hier die Gebäude anzugreifen, dann wäre das vielleicht auch schon wieder anders gelaufen, weil ich einfach nicht die Möglichkeiten gehabt hätte, mich da groß gegen zu wehren, gegen das, was er macht. Ja, aber es ist halt immer schwierig, wenn man dann eine Bogenschützen-Situation spielt und dann gegen Manipur Husan antreten muss. Das ist schon nicht so einfach. Aber was er halt wirklich gut gemacht hatte, es war halt dieses Blitz gewesen. Also wie viele Rahmen er mir, wie viele Mangel er mir dort weggeschossen hatte. Also er hat mir diesen Blitz doch bestimmt. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube 5, wenn ich 6 Mangel hatte, er mir weggeschossen gehabt damit. Und ich habe natürlich auch mal sehr blöde dort angegriffen mit den Unorganen später. Ich wollte einfach fette Schüsse auf die Bogenschützen landen. Und er hatte immer eine kleine Anzahl von Chevalieren gehabt oder von Rittern zumindest. Chevaliere gewesen. Und er hat es immer auch geschafft, mit die Onager wegzusnipen. Also das finde ich, hatte er sehr gut gemacht. Aber das Makro-Niveau, das war schon deutlich über seinem Niveau, weil das ist jetzt ungefähr 1000 Elo. Ich weiß jetzt gar nicht, wie jetzt die Elo von ihm ist, wie jetzt die Elo von mir ist. Steht auch, glaube ich, hier nirgendwo. Ist das hier die Elo? 984? Nee. Ist das die Elo? Ich weiß nicht, ich war vorher noch bei gut über 1050 gewesen, bei 1056. Und ich hatte dann 3 Spiele in einer Reihe verloren gehabt. Ich bin, glaube ich, zwischenzeitlich knapp 100.000 gewesen. Das könnte sogar sein, dass das die Elo ist. Ja, und Leute, die halt 902 Elo haben, die sind natürlich jetzt nicht super krass im Endeffekt. Aber so, dass dieses Microing und diese Angriffe mit den Bogenschützen, das war schon auf 1200er Niveau, würde ich einfach mal sagen. Also das war schon stark gewesen. Da hat er mir das Leben doch härter gemacht, als es notwendig gewesen wäre. Ah, das ist auch die Frage, ob das sinnvoll war. Hier sind keine Ressourcen mehr drauf. Hier komischerweise hat das gar keiner angehört. Wobei, nee, Quatsch, ich habe dann später noch einen Block gemacht. Aber er hat hier überhaupt das vollkommen ignoriert. Und hier hatte ich ja bereits alles weggefischt gehabt. Und er hat jetzt 175 nochmal für einen Dock ausgegeben. Ne, 150 sind 150 ausgegeben. Plus 3x 75 Holz für diese Schiffe. Macht 225 Holz, macht 375 Holz. Plus nochmal 3x 45 Gold. Macht 135 Gold. Also er hat hier etwa 500 Ressourcen ausgegeben, nur um ein paar Fischerboote wegzuhauen. Das jetzt sinnvoll gewesen war. Zumal, da ich auch kein Militär hatte, ich glaube, hätte er bloß ein Boot reingeschickt. Das hätte genauso viel gebracht gehabt, denn ich hätte jetzt sowieso nicht Lust gehabt, nochmal auf dem Wasserwege das zu verteidigen oder zu kämpfen. Ich wusste, dass er hier ist und wusste, dass er mein Fischerboot angreift. Aber für die 3 Fischfallen ist mir das nicht wert, da Gold und Holz und Zeit reinzustecken. Deswegen habe ich es einfach so gelassen. Das wäre mir noch egal gewesen. Ich meine, die haben das Ganze hier abgefischt. Ich weiß nicht, wie viele Ressourcen das sind. Aber wenn ich mal hier drauf klicke, Moment. Hallo, ich will die hier alle. So, geht das nicht mit Doppelklick? Kann das dann auch Spaß zusammennehmen? Also hier sind auch noch Ressourcen übrig. In einem Wert von. Na, wie viel ist denn das? 6, 10, 14, 18, 20, 25, 30. Also das werden schon so, ich nehme mal 30 mal 200, sind wir bei 6000 Nahrung. Und wenn ich halt mit 6 Fischerbooten und 2 Docks, also 300 und ja, sagen wir mal, nochmal 450 Holz, also wenn ich mit 750 Holz halt 6000 Nahrung abgeerntet hatte, die haben sich das sowieso schon hier um mehrfachen Faktor ausgezahlt. Da war mir das auch egal gewesen. Und ich habe auch dann genügend Felder. Ich meine, ich habe auch das Felder abgegönnt als Böhmerne. Die Böhmerne haben ja auch dann die 3 Felderwirtschaft.
Und ja, was soll ich mich mit irgendwelche Fishtraps hier schlagen, wenn ich doch als Bemanner sowieso schon gute Landwirtschaft habe? Das ist für mich nicht notwendig gewesen. Ist lustig, ne? Wie ist ein Elefant rausschaut aus dem Stall und ich habe keinen einzigen Elefanten gemacht in dem Spiel. Das ist schon lustig. Ja, das ist mir aber auch später eingefallen. Ich hätte auch Elefanten machen können als Verwandter. Ich vergesse immer wieder, dass ich auch Elefanten machen kann. Also wenn ich Vietnamesen spiele, komischerweise, weiß ich immer, dass ich Elefanten machen kann. Oder wenn ich auch Khmer spiele, weiß ich das auch. Das habe ich auf dem Schirm. Aber wenn ich mal Line spiele, vergesse ich es manchmal, weil die Elefanten einfach nicht so gut sind. Obwohl, in der Ritterzeit sind es ja eigentlich die besten Elefanten, weil die halt günstiger sind. Also in der Ritterzeit hätte ich am liebsten Malaiche-Elefanten. Und als Bemanner kann ich das auch machen, aber ich vergesse immer als Bemanner irgendwie, dass ich Elefanten machen kann. Ich weiß nicht, warum. Habe jetzt auch keine Infanterie gemacht. Wobei Bemannen auch richtig gute Infanterie haben. Die kriegen pro Zeitalter, was die hochschalten, einen Angriff mehr. Heißt also, die kriegen dann plus 3 Angriff insgesamt. Heißt also, die haben dann Hellebardierer mit einem Angriff von 6 plus 7, was schon ziemlich mächtig ist. Also die Hellebardierer können dann auch mit Langschwertkämpfern konkurrieren. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich das auf dem Schirm hatte, dass er halt hier sehr viele Bogenschützen hatte. Und deswegen habe ich gar nicht erst Infanterie gesetzt, weil der Bogenschützen sehr, sehr stark sind gegen Infanterie. Gerade gegen Hellebardiere zum Beispiel sind ja Arbalesten eigentlich wie prädestiniert, könnte man sagen. Ich glaube, die sind ja wirklich mit einer der besten Einheiten, die man da gegen Hellebardiere schicken kann. Welches Maya gewesen, hätte ich vielleicht Champions gemacht, weil die ja ihren Durchschlagspanzer haben, um dann nach vorne zu rücken. Aber irgendwie, ja, Infanterie fand ich jetzt sowieso nicht sinnvoll für dieses Spiel, deswegen habe ich mich auf Stall und auf Schießen da konzentriert. Gut, aber ich rede und ich rede und ich rede und ich wollte ich bloß dieses Spiel kurz zeigen und ich wollte das Spiel nicht mal im Großen und Ganzen zeigen. Was ich eigentlich zeigen wollte, war dieses Microing vom Gegner, was ich halt auch schon gezeigt hatte. Sehr, 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 sehr verrückt dort, wie er sich dort gegen die Mangel so behauptet hatte. Aber ich muss auch sagen, das Terrain war auch ein bisschen gegen mich gewesen. Denn ich war in so einer kleinen Kluft gewesen, so einem kleinen Tal. Und das Spiel macht keinen großen Unterschied, ob man jetzt in einem kleinen Tal ist oder ob man jetzt im großen Tal ist. Den Hügelbonus hat er gehabt und der ist immer der gleiche. Das sind plus 25 Schaden für ihn. Beziehungsweise auch minus 25 Schaden bei dem Schaden, der für ihn reinkommt. Und von unten nach oben zu schießen mit den Mangen. Das Leine war natürlich schon dumm. Und dadurch, dass er halt diesen Hügelbonus hatte, ich glaube, er hätte jetzt einen Schaden gemacht von, ich habe eine Mange, hat einen Durchschlagspanzer von 7 oder das sind bei 8, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Okay, 50 plus 0. Also hier ist 7 Pierce Armor. Ich dachte mal, die haben 8 tatsächlich. Achso, vielleicht Belangs und haben vielleicht 8. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Ja, aber ich glaube, die hätten nämlich sonst einen Schaden gemacht von 1 und dann den Hügel haben die einen Schaden gemacht von 2. Oder wenn die noch 1 weniger haben am Pierce Armor, vielleicht sogar von 3. Aber also kurz gesagt, auf jeden Fall, es war schon kritisch gewesen, dass er auch diesen Hügel hatte und sich hier hinstellen konnte. Hey. Weil dadurch konnte. Hey! Okay. Gut. Denn dadurch, dass er halt hier diesen Hügel hatte, konnte er halt schon sehr, sehr viel Schaden machen und ich konnte ja mich nicht so gut wehren, wie ich es toll gefunden hätte. Ich habe jetzt so viele Bogen gebaut. Viele Bogen habe ich denn gebaut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier drüben war auch noch einer. 8. Einen habe ich verloren. Habe ich also 9 Bogen gebaut. Ja. Ich glaube, CAPM with Paul, okay. Hallo? Castles 8. Hä? Aber eine Box ist runtergegangen. Das heißt, ich muss noch 9 gebaut haben. Achso, hier. Okay. 9 Bogen habe ich insgesamt gebaut und 8 waren am Ende des Spiels noch da gewesen. Okay. Moment, aber was ist das denn jetzt hier? Das verstehe ich. Ich habe 9 gebaut, 8 habe ich übrig. Also habe ich 8 noch hier. Ach so, das sind die Bogen, die maximal zur gleichen Zeit auf dem Feld gewesen sind.
Jetzt verstehe ich das, okay. Also das ist alles, was man gebaut hatte. Das sind die Bogen, die man im Zeitpunkt hat, wo die Aufnahme endet oder wo man die Statistik anschaut. Und das sind die, die man gleichzeitig maximal auf dem Feld hatte. Weil ich habe mich so gewundert, wie können hier 1, 3 und 2 stehen? Nee, weil dann hatte er mal 2 gleichzeitig, die standen, hat insgesamt 3 Burgen gebaut und hat jetzt am Ende des Spiels bloß noch eine Burg, weil ich in die eine ja weggeschossen hatte. Ah, okay, okay. Man muss hier bloß erstmal verstehen, wie man das Ganze auslesen muss. Dann geht das auch. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Quadrat? Das verstehe ich nicht. Ist das vielleicht, weil er keine Mörderlöcher hat, dass das hier der Bereich ist, wo die Burg nicht hinschießen kann? Ich weiß nicht, also ich habe jetzt erstmal mit Capture Age gerade aufgezeichnet oder zeichne gerade auf. Das ist erstmal Capture Age. Ich hatte Capture Age mir mal angeschaut gehabt. Hat es auf meinem Rechner vor einem halben Jahr oder so, aber habe es dann wieder deinstallieren müssen, weil ich meinen Rechner neu aufsetzen musste. Beziehungsweise schon länger her. Ich glaube, das war schon vor einem guten Jahr ungefähr. Und habe danach, wo ich dann den Rechner neu aufgezogen hatte, Capture Age nicht mehr installiert gehabt. Ja, nicht, ich glaube, das ist hier der Bereich, wo die Burg einfach nicht hinschießen kann. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, weil ohne Mörderlöcher hat man halt einen Mindestabstand von einem Feld und das sieht genauso wie ein Feld aus. Das ist es dann wahrscheinlich auch. Ja, ich hätte eigentlich noch mehr raiden können. Ich hätte mir auch mehr reinscouten können, nur um mal ein bisschen Analyse zu machen, was man nächstes Mal besser machen kann. Ich meine, die Typen habe ich auch gut geradet und habe ja auch gut die Ressourcen dann weggehauen. Das habe ich eigentlich auch sehr frech, wie er halt vorne abbaut und mir mein Zeug weggestiehlt. Ich weiß, es ist ein Kriegsspiel, man zieht gegeneinander in Krieg und schickt dort Massen von Leuten in den Tod und was nicht alles. Aber wenn so Leute ankommen und mir meine Ressourcen wegstibitzen, sowas nehme ich dann persönlich. Also wenn einer ankommt mit Bogenschützen und meine Dorfwohner wegschießt, das ist natürlich auch ärgerlich, aber das nehme ich nicht persönlich. Aber wenn jemand ankommt und zum Beispiel hier jetzt ein Gold gewesen wäre und der ganz knapp aus der Reichweite meiner Burg sich hinstellt und mir dreist mein Gold wegfrisst, sowas nehme ich mal persönlich, komischerweise. Aber hier ist auch noch einiges an Gold. Hier ist noch Stein, hier ist noch Gold. Ja, nur bei ihm ist nicht mehr so viel, weil er mehr abgeerntet hat. Aber wie gesagt, sobald das Gold aus gewesen wäre, hätte ich noch Gold nachschicken können aufgrund von den Reliquien. Denn ich habe halt 7 Stück gehabt, er hat bloß eine. Das macht natürlich schon eine Menge aus. Und ja, ich glaube, wenn es noch länger gegangen wäre, ich hätte irgendwann angefangen, Elefanten zu spammen. Und ich glaube nicht, dass er da die Antworten drauf gehabt hätte. Aber das Lustige ist schon, wenn hier als Äthiopier, die ja als einziges Volk einen vollen Tech-Tree haben, was Belagerungswerkzeuge betrifft, also mir fällt kein anderes Volk zumindest ein, und auch noch ein Upgrade haben mit Torsionsgeschützen, dass die auch noch mehr Schaden machen und einen höheren Radius haben, indem sie Schaden machen. Also dass er hier schlechtes Belagerungswerkzeug auf dem Feld hatte als ich, das ist schon an sich eine Sache. Aber gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mit reinschreiben, was ihr auch von diesem Microing gehalten hattet, weil ich war schon zwischendurch bei diesem Spiel an dem Punkt gewesen, wo ich es echt kurz fast aufgegeben hätte, weil ich ziemlich mit den Nerven am Rande war, oder vielleicht war ich nicht mit den Nerven am Rande, aber es war schon ein bisschen strapaziös gewesen, denn ja, er hat doch mehr Schaden gemacht, beziehungsweise mehr Mangel auch kaputt gemacht, als ich das erwartet hatte, und hatte auch sehr, sehr viele Bogenschützen. Da hatte ich zwischendurch nicht mehr so die besten Hoffnungen gehabt, weil er auch dann in der Punktzahl wieder führend war. Aber ich habe es einfach durchgezogen, habe meine Wirtschaft gemacht und aufgebaut und einfach damit besser Wirtschaft das Ganze gewonnen. Da fällt mir wieder dieses Zitat ein, was, glaube ich, für Viper gesagt hatte und was zum Beispiel auch der Erich Müller immer wieder sagt. Mikro gewinnt das Gefecht, Makro gewinnt Mikro. Das ist schön, wenn man ein Zitat bringt, wie uns falsch bringt. Genau, also Mikro gewinnt die Schlacht und Makro gewinnt das Spiel. Das fällt mir jetzt dazu ein, denn ja, ich glaube, das war wirklich auch wirtschaftlich gewesen, dass ich ihn rausgehauen hatte. Es ist am Ende jetzt nicht mehr so weit auseinander. Ihr habt ja gesehen, dass die Wirtschaftsscore doch ziemlich nah beieinander noch gewesen ist. Also er hat ja nicht sehr, sehr, sehr viel mehr, als er erwirtschaftet. Er hat sich dann wieder angenähert, aber ich hatte dafür zwischenzeitlich, gerade wo ich jetzt zum Beispiel ja, also eigentlich zum Zeitpunkt, wo er in der Ritterzeit war, wo ich aber dann schon meine TCs gebaut hatte und die Villager draußen hatte, hatte ich ja halt doch hier deutlich mehr Wirtschaft gehabt. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel 22k gehabt. Also ich hatte zu diesem Zeitpunkt 5000 mehr Ressourcen erwirtschaftet. Was heißt, ich hatte ungefähr zum Zeitpunkt 25% mehr Ressourcen als er.
was nochmal ungefähr 30-40% mehr Einheiten resultiert, wenn man sich überlegt, dass ich ja die Upgrades nur einmal kaufen muss für die Einheiten. Das macht eine schöne Menge aus hier. Das sieht zwar jetzt nicht so signifikant aus, aber ich glaube, wenn man in einer Kurve zusammenfassen müsste, warum ich das Spiel gewonnen habe, dann ist es, glaube ich, hier diese Kurve, die die Wirtschaft darstellt, dass ich einfach dann noch mehr raushauen konnte. Wie gesagt, er hat dann irgendwann aufgeholt gehabt, aber er hätte sowieso auch nicht auf lange Zeit gewinnen können aufgrund von der Liquidität. Gut, aber in dem Sinne geht das Video schon wieder viel, 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 viel länger, als ich eigentlich vorhatte. Ich rede zu viel, das ist eine ungute Angewohnheit von mir. Das habe ich auch zu Schulzeiten gehabt, wenn ich dann mit jemandem ein Gespräch beenden wollte, dass mir immer noch dies oder das eingefallen ist und das waren auch in der Regel noch interessante oder wichtige Dinge gewesen. Aber ich konnte teilweise doch Leute in Gespräche auch mit verwickeln, die deutlich länger gingen, als die Leute selber das haben wollten. Das ist natürlich mal ein bisschen problematisch. Es gibt immer Leute, die können Gespräche nicht starten. Da sehe ich mich nicht so wirklich mit dabei. Ich denke, ich kann schon Gespräche starten. Sei es jetzt keine super schweren Themen sind, die allgemein schwer anzusprechen sind. Bei mir ist es immer das andere Extrem. Bei mir ist es immer schwierig, dann ein Gespräch zu beenden. Und das kennt man vielleicht auch schon aus anderen Videos, wenn man mich dann hört oder sich das angeschaut hat, wie ich im Nachhinein teilweise noch Analysen mache und dann mir noch dieses oder jenes einfällt. Es hat jeder seinen kleinen Klatsch, sage ich mal, im Leben. Es hat jeder so seine kleinen Macken und eine meiner Macken ist halt, dass es mir manchmal schwerfällt, einen Punkt zu setzen und ein Gespräch dann zu beenden. Gut, jetzt habe ich hier genügend aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, das Video war ein bisschen unterhaltsam gewesen. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Falls euch irgendwas durch den Kopf geht, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Falls ihr mir das mal verpassen wollt, könnt ihr uns dann abonnieren. Und wenn ich uns sage, heißt das mich und einige andere Leute, mit denen ich hier zusammen Videos auf diesem Kanal mache. Wir haben zum Beispiel eine Serie, die heißt Spielen in Teamspeak. Da habe ich erst gestern ein weiteres Video hochgeladen. Das war nämlich der Teil 48. Also wir haben jetzt schon 48 Mal uns getroffen und im Teamspeak gespielt. Das sind dann Abende, wo wir was machen. Manchmal ist es ein Spiel, manchmal zwei, manchmal auch drei Spiele. In der Regel sind es zwei Spiele, würde ich sagen. Genau, also das sind auch viele Videos, wo ihr uns im Teamspeak dann zuschauen könnt. Wir sind zwar keine Pro-Player, aber wir sind halt schon vernünftige Player, die so doch im mittleren Felde vernünftig mitziehen können und auch interessante Sachen dort teilweise abziehen. Da sind schöne Sachen mit dabei, da sind aber auch noch andere Sachen mit dabei, wo wir Coaching gemacht haben oder Coaching erhalten haben von auch deutlich besseren Spielern. Also wir hatten da auch einige Freunde, die zum Beispiel in der Definitive Edition bei 1600, 1700, 1800, 1900 Elo sind, die da ein bisschen Coaching mit uns oder vor allem mit mir gemacht hatten und da neue Sachen gezeigt haben. Also auch das könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen. Das sind auf jeden Fall sehr interessante Sachen mit dabei rausgekommen. Ja, und ansonsten könnt ihr euch sowieso mal auf meinen Kanal umschauen, das sind mittlerweile 528 Videos hochgeladen. Das wird das 529. sein, wenn ich es dann hochlade. Da ist alles Mögliche von Age of Empires Spielen zu Stronghold, zu animierten Videos, zu Tutorials. Also ihr könnt euch wirklich mal anschauen, da sind sehr, sehr viele Sachen mittlerweile hochgeladen. Könnt euch interessieren. Genau, aus dem Sinne könnt ihr gerne alles machen. Und dann würde ich mich sehr freuen, euch in der Zukunft dann bei weiteren Videos wiederzusehen. Haut rein, liebe Leute. Und bis bald hoffentlich. Genau.